Freunde der guten Unterhaltung, willkommen zurück. Pokercraft geht weiter. Ich kann euch gar nicht sagen, welche Folge wir hier gerade schon sind. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich bin jetzt gerade bei Pau. Nochmal zum Zeigen bei Pau. Bio-Bälle. Und craften mir gerade mal ein paar Unterteile für ein paar Bälle. Währenddessen hier das hier automatisch macht. Wenn ich hier mal kurz... Wie geht das nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Keinen Hammer ausgewählt. War das so? Ich vergesse das jedes Mal. Wie nutzt man das denn immer? Das habe ich letztes Mal auch schon wieder als... Ah, da war es doch. Okay, währenddessen nämlich die Maschine da rumproduziert, werde ich nämlich kurz mitarbeiten. Geht schneller. Ich brauche nämlich ein paar Flottbälle. Ich wollte nämlich nachher mal wieder ins Rayquaza-Gebiet und dann dort mal anfangen, wieder ein paar Pokémon zu fangen und auf Rayquaza hoffen. Ah, ist schon cool. Coole Pokémon. Cooles Pokémon. Mega cooles Teil. Das ist so eins von diesen riesen legendären Monstern. Kann man ja sagen, ne, Monster, das sind ja Pokémonster, die ich einfach richtig gut finde. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, hier, der hier ist, viele würden ja sagen, oh, voll geil, du hast ja richtig cooles Pokémon hier, Gottheit, naja, ich finde das, es ist, kann sein, dass es ein richtig starkes Pokémon ist, aber mir nicht so sehr. Ist einfach nicht so mein Ding, echt. Aber das Ding kann gut fliegen. Oh, das wollte ich gar nicht auf. Ich habe jetzt gerade auf die... Pass auf, ich mach mal... Ich versuche mal nicht stur altmodisch zu spielen. Dann machen wir mal das war. Und der andere war... Wie konnte man hier... F? Ah ja, F. Und so. Okay. So, und dann wieder F, ne? Ah. Oh. Okay. Ja, geht besser. Ich muss mich echt dran gewöhnen, weil ich als altmodischer Minecraft-Spieler kenne diese Funktion des Wechselns nicht. Und wir spielen ja schon seit über 100, weiß ich nicht, Folgen, 160, 70 Folgen. Ich habe es nie gemacht, weil mich, ganz ehrlich, mich stört das immer, wenn ich eine Zweithand-Sache in der Hand habe irgendwie. Aber gut, so geht es doch ganz schnell. Das war's, glaube ich, ne? Letzter. Die eine Maschine ist sowieso da hinten schon fertig. Okay, perfekt. Wir sind hier schon. Okay, sind wir kurz am Ende. Der Benny ist da. Wie sieht's aus? Mach du mal weiter. Jetzt kann ich... Wie machen wir das nochmal? Boah, ich vergesse das. Dass ich das alles immer... Ich brauche Knöpfe, ne? Und dann die hier, oder? Ja, bam. Wow, Timeballs habe ich noch gar keine gemacht. Interessant. Und so viele Timebälle brauchen wir echt nicht. Deswegen tue ich die wieder zurück. Hier so. Haben wir es jetzt geschafft hier? Ja, dankeschön. So, was brauche ich noch? Hyperbälle. Hyperbälle. Haben wir hier irgendwie noch was für Hypergedüdel? Köder. Simple Balls. Was ist denn das? Freundschaftsball? Okay. Ja, Flottbälle habe ich ja jetzt genug. Muss ich jetzt echt nicht mehr so viele haben. Turbobälle. Wie baut man Hyperbälle? Keine Ahnung. Hyperbälle.
Mal gucken, was für ein Gemüse ich dafür brauche. Ich habe echt null Ahnung. Weißt du was? Ich bin mal so freundlich. Sollte ich eigentlich öfters mal machen. Meine Baumfarm mal abgrasen und das alles mitbringen für die Pau. Ich könnte eigentlich mal die Baumfarm ein bisschen anders planen. Damit man hier rüberlaufen kann. Weil so fährt man hier immer wieder runter. Aber ich kann auch so laufen. Geht übrigens auch so, ne? Das Problem ist, wenn man zu nah an dem Hühnergehege, dann hast du direkt ein paar Eier in der Tasche. In der Hose sind sie ja, ist alles in Ordnung. Aber in der Tasche sind sie dann nicht mehr. Sind sie dann zu viel? So wollte ich sagen. Okay. Hat das jetzt jemand was geschrieben? Oh ja. Du brauchst gekochte gelbe und schwarze Aprikos. Danke. Gelbe und schwarze, ja, passt ja zu der Farbe von dem von der Gerät. Von den Bällen. Ich finde mal, also ich muss es doch immer noch wieder sagen, mir gefällt meine Bibi ganz gut. Der Vorplatz, ich weiß nicht, der Vorplatz muss noch irgendwas gemacht werden. Nochmal so ganz kleine Information zu. Das Haus von Pau ist auch gut. Ich mag das ganze Grünzeug hier drumherum. Zur Info zu dem kleinen Projekt, was wir haben mit den Stadteinwohnern, die wir individuell für euch dann irgendwie hier vor Ort mit ins Spiel reinbringen. Ich habe ja gesagt, ihr solltet im Discord dann irgendwie was schreiben. Das wird noch gemacht. Wir sammeln noch ein paar Leute. Es kann sein, dass wir mal so einen Test, einmal so eine Testfigur setzen, weil auf einmal, wir haben es dann mal als Test versucht und auf einmal kamen dann ein paar Problemchen und das müssen wir erstmal ein bisschen lösen, aber gemacht wird es trotzdem. Was wurde geschrieben? Okay. Okay. So. Was hat sie geschrieben gehabt? Das waren die gelben, rechts, schwarzen. Schwarz, Mitte, gelb, rechts. Ach, ich weiß nicht, schwarz-gelb. Schwarz. Ist nicht schon gekocht? Wow. Paul. Sind alles gekochte. Wo tue ich denn die nicht gekochten hin? Wie kann ich die überhaupt kochen? Ich tue die jetzt erstmal die nicht gekochten. Einfach mal hier reinschmeißen. So. Ach, die kann ich. Ich glaube, die kann ich direkt hier. Kann ich die direkt hier kochen? Einfach so rein. Ist das hier gekocht? Oh ja, cool. Dann machen wir das so. Und noch die grünen. Nee, das war das Falsche. Stimmt, hier war eine Kiste ja mit schon fertigen Sachen drin. Aber Hyperbälle fehlen, siehst du? Wasserball war eigentlich. Superball war auch nicht schlecht. Okay, mache ich aber nicht. So. Es war so, ne? So, so, so. So, so, so. So, nee, so. Wie hat das geschrieben gehabt? Also dann links schwarz, Mitte gelb. Oh, okay. Ah ja, 10 Stück. Shit, wir haben keinen schwarzen. Okay, ich werde mal gleich. Ja, ich muss gleich mal ein paar schwarze Felder nochmal neu anlegen. Ich werde mal was Folgendes mal ganz kurz machen. Okay, die Folge wird, glaube ich, so ein bisschen gemütlicher werden. Wir zusammen, also ich und ihr. Und ich werde mal ganz kurz die Farm abgrasen. Da wird übrigens gerade eine Arena gebaut. Ich gehe mal ganz kurz. Ja, die hat das besser gemacht. Da kann man oben drauf laufen. Find ich eine bessere Idee. Ups, absteigen.
Die wachsen ja recht schnell nach. So, jetzt gehen wir mal so. Wir grasen hier alles ab. Habe ich eigentlich auch diese rosanen? Ich glaube nicht, ne? Die Ruffy baut echt was Sachen. Die baut echt was. Das sieht echt total freaky aus. Schon wieder nachgedings, weil es so nah am Wasser ist oder was? Gold. Nein. Gold. Habe ich alles? Ja. Ich habe noch gar keine Kampfattacke mit dem hier übrigens, ne? Schon scheiße. Die Küche sieht top aus. Gefällt mir richtig gut. Ich fand das schön, wie die Pau. Man erklärt ihr was. Die hat es direkt verstanden. Und hat es direkt umgesetzt. Das fand ich echt gut. Ich war schon richtig beeindruckt, ne? So richtig. So schwarz. Schwarz ist echt wenig. Okay, cool. Wo ist Schwätz hier? Der Schwätz gehört an die gekochten. Okay, ich nehme mal ganz kurz die gekochten raus. Die hier. Ich hatte noch welche. Okay, so. 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 6. Papp. Ja, passt. 16 mehr, okay. Aber ich möchte jetzt nicht nachher bei Krasa vor der Tür stehen und sagen, ey, mach mal halblang, ich bin noch nicht fertig mit dir. So, jetzt machen wir das hier. Okay. Ganz kurz die hier wieder reinsetzen. Wo sind sie? Die werde ich hier mal hinlegen. In der Hoffnung, dass sie mir nicht nachher weggenommen werden. Ich muss heute mal ein bisschen hin und her fliegen. Bin unvorbereitet los. Das Haus ist auch total freaky hier. Ich find, was das Coole ist, also jeder hat so seine eigenen Geschmäcker. Ich habe vor kurzem mal so ein paar YouTuber geguckt. Recht bekannte. Namen muss ich jetzt nicht sagen, ist mir auch eigentlich auch Latte. Die haben andere Influencerinnen geguckt. Haben sich auch so ein bisschen über die lustig gemacht, aber das ist jetzt eigentlich nicht so das Interessante. Was interessant ist, die haben gesagt, oh, die sieht ja eigentlich ganz nett aus. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, wie verschieden die Geschmäcker sind, Leute. Wie verschieden diese Geschmäcker sind. Also da stand ich mal gar nicht drauf. Also, das war für mich so ein riesengroßer Schminkekasten im Gesicht. Und das war nicht genau, das war überhaupt nicht meine Welt. Und dann ist mir wieder mal aufgefallen, wie verschieden die Geschmäcker sind. Wenn ich mir mal so das Hotel von AMD angucke, diese grässlich grell-orange Farbe, ist ja sein Projekt, ist doch vollkommen okay. Aber ist schon krass, also dieser Geschmack, dann der Bau von Gnome, dieses hochmoderne Haus, ist auch, finde ich, total interessant. Und das ist das Coole, dass jeder so seinen Geschmack hier reinbringt. Hier das chinesische Restaurant, die Dark Bar, ganz cool. Ich finde das so einfach total cool. Ich finde das Haus hier von Gnome passt einfach super hier in die Mitte. Das ist total abgefahren, das Teil. Total so postmodern. Kim baut übrigens den ganzen Park neu. Nur mal so als Information. Dann hier, man merkt den Stil von Pau, die ist sehr, sehr, sehr mit grünen Daumen. Die liebt, ich weiß nicht, ob es vielleicht privat so gar nicht ist, ich weiß es nicht. Ganz viel Grünzeug. Und hier, man sieht das auch hier, die ganze Base ist voll gekleistert von Bäumen. Das finde ich voll cool. Ich mag das hier zum Beispiel, wenn man hier so zwischen den Bäumen läuft. Das mag ich total. Auch hier dieser kleine Fuzzi-Baum hier einfach. Hier so einfach eine Kante, dann hier so ein bisschen. Ich finde das ganz gut. Es ist ein bisschen wild, aber trotzdem hat das was. Man sieht bei mir, der Bau ist ziemlich gleich und gerade. Komm, einmal Pokémon klatschen. Hier, bitte schön. Was kann ich überhaupt mit dir machen? Was hast du denn hier? Strafattacke oder sowas? Kannst du was damit machen?
Ist das was? Oh ja, das kannst ja mal was. Okay. Okay. Das brauche ich. So, okay, cool. Ja, passt. Wie waren wir? 43, ah, fast einen ganzen Stack voll. Sehr schön. So. Und nicht anders will ich das haben. So, hier sind meine 28 Eisenbahnen, damit ich das Geld wieder zurückgebe, weil ist ja hin oder her, dass ich mache jetzt gerade so ein bisschen Arbeit, könnte ich sagen. Arbeit ist das aber gar nicht, weil ich klaue hier der Pau gerade ihre ganzen Ressourcen. So. Okay, cool. Ich bin eigentlich zu der Hammer. Tue ich hier rein. Gut. Ich bin eigentlich vorbereitet. Essen habe ich. Fackeln habe ich. Werkzeug habe ich. Ja, ich habe eigentlich alles. Habe ich gerade Bock mit einer Fackel, mit einem Feuerzeug rumzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Werde ich jetzt trotzdem machen. Ich fliege mal ganz kurz nach Hause und gebe mir mal den Netherrack. Oh, ich kann mir das auch hier holen. Hier. Officer. Sonst was. Jenny? Ich bin ganz lieb. Netherrack. Ja, so. Ja, lassen wir es. Okay. Jetzt würde ich mal sagen, ab die Post Richtung. Richtung Reich Ranger. Ich will mir jetzt mit dem Netherrack so ein bisschen ein Leuchtfeuer oder sowas bauen. Von Herr der Ringe. Den Tunnel, den ich übrigens versprochen hatte, dass ich den Tunnel hier so durchziehe bis in die Stadt, das werde ich jetzt übrigens gleich mal machen. Ich sehe gerade, der Tunnel würde zu Akuma führen und das will die Akuma nicht. Das weiß ich, dass die Akuma das nicht möchte. Oh wei. Kimdex. Wenn ich. Wow, guck mal, was für eine geile Aussicht. Wenn ich jetzt hier so einen Weg reinbohre, dann wird das hier lang gehen. Ich muss mal ganz kurz antworten. Dann wird das hier lang führen. Und dann wird genau zu Akuma. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte die Akuma nicht belästigen in ihrem Sumpf hier. Ich würde das vielleicht bis hier ziehen. Dann hier so rüberziehen. Weiter bis hier. Und dann hier so rüberziehen. Ja. So mehr oder weniger am Haus vorbei. Okay. Ich weiß zwar ganz genau, wo wir das jetzt machen, aber was ist denn das eigentlich hier unten? Dieses Wasserding. Ich komme zu dir. Okay, zack. Das machen wir aber, wenn wir mit der Kim richtig zusammen, sonst. Hallo Kim. Ja, okay. So ist es besser. Ich bin auf dem Hauptplatz. Komme zu dir. Ich habe die Entwicklung gerade abgebrochen. Ich drück da jetzt einen Sonderbonbon rein, dann. Ne? Warte? Da. Ach, da. Erstmal heilen gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Mach ich auch mal kurz. Hatte gerade noch einen Trainer bekämpft, deswegen habe ich die XP dafür gekriegt. Oh, du hast einen Masterball. Ich habe gerade gesehen, was sind das für Mario Ball hier? Die Katze. Der Masterball. Ach, den? Achso, ich wollte gerade sagen. Den tust du entwickeln? Nee. Den kann man nicht entwickeln, ich leider. Sagen, ja. Den entwickle ich. Den würdest du entwickeln, ist so schön, so wie er ist. Finde ich auch. Aber das ist halt die Weiterentwicklung. Es gibt noch eine dritte.
Lass es doch ruhig. Mein Anton bleibt ja auch Anton. Anton hat eine Weiterentwicklung. Na klar, hallo? Der ist sogar voll cool. Das ist so ein Kampf-Pokémon. Kampf-Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wie heißt es auf Englisch? Kein Plan. Das ist diese hellblaue Ente. Die. Ja, das ist für Anton. Die hat Zubiris, kennst du ja, ne? Das Pokémon Zubiris. Ja. Der hat auch so einen Zubiris-Stern, glaube ich, auf der Stirn. Nicht Stern, Diamant auf der Stirn, glaube ich, war das. Oder auf der Brust? Ich glaube, auf der Stirn. Bisher nur noch nie gefunden. Ich schon. Ich dachte, du hast es, wusstest jetzt nicht, welche Entwicklung das ist? Oder du Also wusstest einfach. diese blaue Ente habe ich schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass es die Weiterentwicklung von Enton Du ist. hast die gesehen? Sag mir wo. Haben will. Jetzt. Glaube, die ist hier auf dem Platz mal rumgerannt. Nee. Ich burn dich gleich Oder in weg. den Extreme Mountains, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also normalerweise spawnt die in den Sümpfen. Hau rein. Ich mache Loki Loki. Wer ist das Ding hier? Drachenstoß. Drak Lok. Drak Lok. Ducklog. Drak Lok. Lok. Ducklog. Lok. Lok. Von Cloak, also von so Mantel. Das ist so voll schön so. Schande, dass du das kaputt machst. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, ich finde, der danach kommt, ist eigentlich auch ganz cool. Für den gefährlichen. Ich finde das die Entwicklung, der Entwicklung Effekt finde ich immer ganz cool. Das sieht einfach mal spannend aus. Wow. Ja, kann man auch. Dragon Dart. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil er so groß ist. Stell dich mal auf den Brunnen. Mache gerade Fotos. Der hat jetzt halt, der andere hatte doch die kleinen oben drüber, Ja, es hat zwei. oben rumflogen. Jetzt hat er zwei und die schießt der ab. Ach Und was. damit beschießt er seine Gegner. Das ist Dragapult. Lustig. Der davor hat sich um den kleinen gekümmert. Bevor die sich halt, weil, bis der sich halt, entwickelt. Und der hier Ladybug. benutzt die Babys halt als Munition, um die alle, um seine Gegner abzuschießen. Das ist richtig cool. Das sieht auch Finde richtig ich geil richtig aus. gut auch. Den haben sie auch schön gestylt. Kannst du auf dem reiten? Reite mal bitte. Ne? Hier, Ganz zum sicher. Fotos machen. Achso, ja, kann man. Vorbereitet, Kim. Ich bin gerade am Bauen. Aber nein, ich kann ihn nicht reiten. Sieht so irgendwie so platt aus. Sieht aus wie so ein Todesstern. Nicht Todesstern. Wie heißen die eigentlich, dieser dreieckige Fighter? Ja. Ach. Komm her. Tja, also jetzt müssen sie nur auf dich hören. Du wohl brav? Na also. Jetzt. Bewegung finde ich auch cool. Ja, aber er setzt sich einfach so, bam, einfach so, zack, auf sein Schwänzlein. Drachegeist. Geil, cooles Jetzt sieht Teil. man es auch mit dem. Oh, Wow. entschuldige. Ich Ach wollte so. gerade hier zeigen. Mit dem Schwänzchen. Das ist jetzt. Jetzt ist Da nur die drauf. Frage, ob der wirklich auch diesen Kampfeffekt macht, wenn er kämpft, dass er wirklich schießt. Ich glaube nicht. Also, im Spiel in Sword and Shield macht er es schon. Aber ob es hier in Minecraft macht, weiß ich nicht. Ja, bei Sword and Shield ist er extra dafür programmiert, das Ganze. Ist er ein Minecraft-Spiel programmiert? Das ist hier haben wir bisher noch keine großen Kampfattacken gesehen. Also Glurak spuckt ja auch kein Feuer oder sowas. Naja, manchmal die Partikeldefekte, ne? Aber mehr auch nicht. Nee, nee. Was ich auch verstehen kann, ist ja auch dann. Ist ja schon ziemlich gut gemacht, dass zumindest die Partikeldefekte kommen. Ja. Ja, das war alles, was ich dir zeigen wollte. Dankeschön. Ich werde Agapult. jetzt gleich, ich werde heute Rayquaza fangen. Hoffe ich mal. Ich drück dir die Daumen. Ich gehe ins Gebiet und werde mich da wieder so ein bisschen festsetzen. Wenn du Gesellschaft brauchst, warte ich da gerne noch mit auf Entei. Ach, da kommt er auch in den High Hills, oder wie das heißt, Ja, in da Extreme habt ihr den Hills. auch gefunden in dem Biom. Haben wir das? Ja. Okay. Wie du sagst. Ja, können wir gerne machen. Aber in der nächsten Folge. Ich sag doch mal. Tschüss. Ich kann mich ja selber angucken. Dann brauche ich die Kamera gar nicht mitdrehen. Hallo. Hallo, Dex. Na, Dex. Wie geht's dir, Dex? Jetzt ist gerade die Frage. Kannst du mal das Pokémon nochmal rauswerfen, kurz? Ich glaube, ich habe keine Fotos gemacht. Ich habe, glaube ich, die Dings-Taste genutzt. Hast du F12 gedrückt?
Ja, ich hab's ja umgelegt von. Mein Egal. Block ist weg. Ich habe gerade einen Block unter dich gesetzt und der ist jetzt verschwunden. Ist Ah, jetzt ist er verschwunden. wieder da. Okay, ihr Lieben, ich sage aber erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.